Scheiße, Bitch. So, servus miteinander. In dem kurzen Video möchte ich geschwind zeigen, wie man den originale Sony VTC Akku vom gefälschten Akku unterscheiden kann. So. Also, Merkmal 1, die Farbe ist leicht unterschiedlich, wie man es ja hier gut erkennen kann. Es sind zwei unterschiedliche Grüntone, wo das eigentlich in der Kamera eigentlich gar nicht mal so rüberkommt. Zweites Merkmal ist, der Originalakku, der hat hier zwei so Absätze drin. Der gefälschte Akku, der hat nur einen drin. Dann ein weiteres Merkmal. Beim Originalakku ist das hier oben, das Schwarze ist ein bisschen matt. Beim gefälschten ist das Schwarze hier komplett glänzend. Dann haben wir am gefälschten Akku ist hier der Aufdruck, ja, ist jetzt sauber. Und dann gibt es ja noch die Schrift hier. Und die Schrift, die ist normalerweise auf dem Akku drauf. Und so wie es aussieht, ist die Schrift hier, weil das ja ein bisschen verstorben ist, auf dem Papier drauf. So, jetzt ist mein Akku von der Kamera schnell leer gegangen. Jetzt hat mir das natürlich das Video unterbrochen. Ja, und was auch ein Indiz ist, wenn man mehrere Akkus gekauft hat. Also die Schrift hier Danger, die muss auf jeden Fall auch drauf sein. Und irgendwo gibt es hier eine Seriennummer. Und wenn man jetzt da mehrere Akkus hat, bei den VTC 5 hier, bei den gefälschten, ist die Seriennummer von vorne weg schon mal schlecht zu erkennen. Aber man sieht dann halt auch, dass die Seriennummer bei allen Akkus die gleiche ist. Und beim Originalakku, wenn man da mehrere Akkus vergleicht, dann sieht man, dass die Seriennummer immer unterschiedlich ist von Akku zu Akku. Ich kann leider jetzt nicht mit der Kamera das Ganze noch größer zoomen. Aber die Seriennummer der Hanna, die muss also bei jedem Akku unterschiedlich sein. Das ist natürlich voll der Case. So. Wir haben es jetzt irgendwie geschafft, dass die zwei Akkus im Bild sind. Und bei meinen VTC 6 Akkus, da sieht man jetzt einfach, dass die Seriennummer unter, dass die unterschiedlich ist. Und bei meinen VTC 5 Akkus, bei denen ich feststelle, da kann man jetzt natürlich erkennen, dass die Seriennummer auf alle Akkus gleich sind. Komm, Kamera, stell scharf. Ja, von vorne weg ist die Seriennummer schon mal schlecht zu erkennen. Aber da sieht man jetzt die untere Nummer. C5A. Also die Nummer, die ist auf jeden Fall immer gleich.
Und das sollte natürlich nicht so sein, das sollte unterschiedlich sein von Akku zu Akku. Und wenn die Nummer bei alle Akkus immer die gleiche ist, dann kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass das gefälschte Akkus sind, weil das ist eine fortlaufende Seriennummer und die sollte von Akku zu Akku immer unterschiedlich sein. Dann ein weiteres Merkmal, was man jetzt eigentlich bei dem Akku nicht mehr ganz so gut sehen kann. Weil jetzt dahinter schon öfters den Akkuträger eingebaut haben. Aber im gefälschten Akku sieht man auf jeden Fall, dass dahinter in der Mitte ein Punkt ist nochmal. Aber den, ja, den kann man jetzt hier nicht mehr ganz so gut erkennen. Aber hier in der Mitte, also wenn man es unter irgendwas Vergrößerungsglas anguckt, dann sieht man das auf jeden Fall bei den gefälschten Akkus. Das ist auch ein gefälschter. Ja. Also da in dem Akku, da sieht man es nur ein bisschen. Der hat da eine in der Mitte. Ist so ein kleiner Punkt. Und das ist jetzt auch ein Anzeichen dafür, dass das ein gefälschter Akku ist. Man hat mehrere Erkennungsmerkmale. Der originale Akku, der hat hier immer 1, 2, 3, 1, 2 Streifen. Ein gefälschter Akku, der hat hier nur 1 Streifen. Weiteres Merkmal: Beim originalen Akku ist das Schwarz ober leicht matt. Beim gefälschten Akku ist das glänzend. Dann die Seriennummer ist bei den gefälschten Akkus meistens immer die gleiche. Beim Originalakku ist die Seriennummer immer fortlaufend. Dann steht beim Originalakku auch immer hier Danger drauf. Das fällt hier beim gefälschten Akku, fällt es glaube ich komplett. Ja. Wenn sie einfach halt mit drauf druckt, keine Ahnung warum. Dann die unterschiedliche Farbe, was man hier jetzt im Kamerabild echt richtig schlecht erkennen kann. Aber die Farbe, die sind tatsächlich unterschiedlich. Also Originalfälschung. Und wenn man sie hier so vor dem Tisch sieht, dann sieht man, dass die Farben unterschiedlich sind. Jetzt hier im Kamerabild fällt das gar nicht so auf. Und ich kann das jetzt leider nicht mehr größer zoomen. Oder ich kann es größer zoomen, aber die Kamera kann das dann nicht mehr scharf stellen. Aus welchem Grund auch immer. Ja, das einfach mal so als grober Überblick, wie man Fälschung vom Originalakku unterscheiden kann. Also das erste Merkmal auf das, was ich immer gucke, das sind hier die zwei Ringe und der gefälschte Akku hat nur einen Ring. Und da kann man es am schnellsten eigentlich feststellen, weil das bei der Fälschung eigentlich fast immer so ist. Gut, wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zugucken. Ade. Like the shit up.